Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Sims 4 Laggy Legacy Challenge. Und wir sind natürlich bei Sky wieder hier, die wieder besessen ist, weil es ist nachts und es passiert jetzt ja immer kritisch. Und ich muss euch erstmal was beichten, denn ich habe einen Kommentar bekommen, wo drin stand, hey, wenn die süße Carla einzieht, dann kriegst du doch auch Geld. Die bringt doch Geld mit. Leute, daran habe ich gar nicht gedacht. Ich mache mir die ganze Zeit Stress, wie wir an Geld kommen, damit wir hier einen Herd kaufen können, damit die hier vernünftig leben kann. Aber eigentlich bringt die ja Geld mit. Deswegen werden wir uns da definitiv diese Folge drum kümmern, egal was wir heute errollen, weil das schaffen wir dann locker. Also die muss ja Geld mitbringen. Und ich meine, wie gesagt, also es wird ja auch langsam... Oh, ich kann gar nicht hier drauf drücken. Es wird ja auch langsam knapp. Wir müssen ja halt auf jeden Fall irgendwie schwanger werden und ja, ne, wir müssen ja irgendwie hier vorankommen in der Challenge. Ich würde jetzt erstmal drehen und dann schauen wir mal, was wir heute denn machen müssen im Leben. Die 103. Treff dich mit Bonehilda. Das kommt mir irgendwie sehr bekannt vor, aber das kriegen wir definitiv easy hin. I mean, wir haben uns schon mit ihr getroffen. Wieso ist der Kühlschrank kaputt? Wir haben den noch nie benutzt. Okay, sie ist wieder bei Sinnen. Dann kann sie auf jeden Fall sich darum kümmern. Genau, weil Carla hat noch 6 Tage. Und sie soll natürlich auch ihre Kinder zumindest kurz kennenlernen. Deswegen, ja, denke ich schon, dass es halt sinnvoll wäre, wenn wir dann einfach versuchen, sie heute bei uns einziehen zu lassen. Jetzt habe ich diesen Seance-Tisch verkauft, ne? Und jetzt brauchen wir den. Why? Wow, Level 3 der Geschicklichkeitsfähigkeit. Girl. Profi auf jeden Fall. Können wir diesen Kuchen auch mal da reinstellen, weil es sieht ein bisschen weird aus, wenn er die ganze Zeit hier so rumsteht. Und ich habe, glaube ich, herausgefunden, warum das hier so lila ist. Das hat gar nichts mit Strangerville zu tun, sondern das ist dieser Toilettenstreich. Das heißt, der Nächste, der auf Klo geht, der macht das, macht die Toilette kaputt. Ein bisschen wild. Aber ja, lässt sich jetzt halt auch nicht ändern. Sie geht natürlich zur Arbeit, wie immer. Dann können wir uns natürlich auch diesen neuen Seance-Tisch, den wir dann ja uns kaufen müssen, werden wir uns dann auf jeden Fall auch leisten können. Warum auch immer sie es gerade nicht schafft, das hier zu reparieren. Ich finde es sehr, sehr komisch. I don't know, sie soll jetzt auf jeden Fall erstmal zur Arbeit gehen. Wie viel war denn nochmal so ein Seance-Tisch? Oder braucht man nur die Kugel eigentlich? Weil sonst würde ich nur die Kugel vielleicht kaufen. Also hier steht... Sie leuchtet auf, wenn sie während einer Seance auf dem Tisch steht. Vielleicht klappt es dann ja trotzdem. Auch ohne den Tisch. Ah nein, hier steht, mit dahingeschiedenen kommunizieren und mehr. Scheiße, 333. Na gut. Ja, zur Not kaufen wir den halt dann, wenn unser Girl eingezogen ist. Kann sein, dass ich hier eine Wand vergessen habe. Beziehungsweise das nicht zugemacht habe, weil das sieht nicht richtig aus. Ja, das ist nämlich offen. Ist nicht so gut. Und hier hinten auch. Immer dieses Dach, was man hier vergisst. Mensch, Mensch. Oh, vielleicht ist es deswegen nicht repariert. Also konnte es deswegen nicht repariert werden, weil es nicht gezählt hat, dass drinnen war. Oh, ja. Das ganze Dach oben ist nämlich auch gar nicht richtig. Dann ist kein Wunder, dass es die ganze Zeit kaputt geht. Deswegen war der auch kaputt, weil wir den noch... Also wir haben den ja noch nie benutzt. Ja, okay, das ergibt natürlich tatsächlich sehr viel Sinn. Okay, I get it now. Oh, Tantiemenbericht. Stimmt, die Videos. Nice. Aber warte mal, wenn wir diesen Tisch dann kaufen, ne? Und wir stellen da jetzt einen so einen Stuhl dann gleich dran. Reicht das nicht aus? Jetzt mal ohne Witz. Weil ich meine, sie kann doch Bonehilda auch alleine dann dingsen. Oh mein Gott, 4 Simoleons fehlen uns. Why? Okay, wir haben Rechnung bekommen. Scheiße. Aber egal. Wenn sie heute bei uns einzieht, dann klappt das ja safe. Ne? Also dann kriegen wir das ja schon irgendwie hin, dass sie sich hier wohlfühlt und dass wir ja noch Geld haben, für, um unsere ganzen Probleme zu lösen. Oh! Yay! Sie muss dann nicht mal das Geld von Carla nehmen. Das ist sehr schön. 17 mehr pro Stunde, Alter. Und eine Bautechnik-Medaille. Sehr schön. Wir haben drin einfach immer noch keinen Platz, deswegen müssen wir ihn nach draußen stellen. Ich nehme jetzt erstmal den Stuhl hier. Ich kaufe jetzt definitiv keinen neuen. Außerdem, Medaille ist in ihrem Ding ins Inventar. Ich dachte schon so, hey, wo ist es? Dann können wir auch unsere Rechnung zahlen. Ah, sehr schön. Yeah, schon 4 Medaillen. Queen auf jeden Fall. Kann sie doch einfach diese Seance machen, oder? Hier, Bonehilda herbeirufen. Super, dann können wir das nämlich richtig easy jetzt einmal durchziehen kurz. Und weil es regnet, geht die Vampirenergie auch nicht runter. Nice. Dann reparieren wir gleich noch unseren Kühlschrank. Bezahlen unsere Rechnung. Und dann laden wir Carla ein, damit wir halt wirklich, dass es hier perfekt aussieht, in Anführungszeichen. Und dann kann sie hier bei uns wohnen. Ja! So, sie freut sich. Das heißt, es müsste geklappt haben. Nein, sie versucht jetzt hier bei mir das zu machen, aber das möchte ich nicht.
Geh nach Hause. So, dann können wir Bornhilda treffen. Dann sagen wir nämlich mal, hi, girl, what up in the club? Reden wir hier über Spielstrategien, weil damit kennt sie sich bestimmt aus. Dann, ich wollte dir gerade ein Kompliment über Aussehen machen, aber das ist eine romantische Interaktion, das möchten wir nicht. Dann lernen wir sie kurz kennen. Dann reparieren wir den Kühlschrank, bezahlen unsere Rechnung. Und dann geht's ab, Leute. Sie hat sogar einen Regenschirm. Schön. Damit ihre Knochen nicht nass werden, ne? Wie nett, sie putzt einfach hier so. Also ich meine, es war nicht mal dreckig, weil wir haben das noch nie benutzt, aber trotzdem nett auf jeden Fall. Level 5 der Geschicklichkeit, Fähigkeit, Alter. Tiny Häuser sind schon ein bisschen cheaty, ne? Was? Schokoflakes-Keks? Bornhilda hat den einfach mal hergesummoned. Wild. Vielleicht können wir den weglegen. Wir haben kürzlich darüber gesprochen, ein Baby zu bekommen. Meinst du, wir sollten es wagen? Wir möchten schon, aber wir sind nicht sicher. Das ist eine große Verantwortung. Was meinst du? Ach, ganz ehrlich, do it. Ob die jetzt ein Kind kriegen oder nicht, ist mir doch egal. Wir haben gar keine Mülltonne, oder? Dann tue ich das erstmal nach draußen. Dann fällt es nicht so auf. So, und dann laden wir natürlich Carla ein. Fragen sie, ob sie bei uns einziehen möchte. Es wäre jetzt so wild, wenn sie jetzt sagen, also gar kein Geld haben würde. Aber eigentlich müsste sie. Oh mein Gott, sie tut noch mehr Essen hierhin. Käsepizza, geil. Ich meine, das ist schön, dann muss Carla zumindest erstmal nicht kochen. Weil sie hat dann genug Essen erstmal da. Oh, da ist sie auch schon. Hi, girl. Und dann, wir möchten nicht direkt heiraten, das muss es nicht unbedingt sein. Drücken wir natürlich unsere Bewunderung erstmal aus an sie, weil wir lieben sie ja. Die Abstimmung wurde beendet, das ist wichtig. Förderung der kreativen Künste hat die meisten Stimmen bekommen. Sehr schön. Es ist wenigstens nichts, was Trash ist, ja. So, und jetzt fragen wir sie natürlich, ob sie sich unserem Haushalt anschließen möchte. Ja, oh, verknallt. Süßi. Sie hat ein bisschen Angst vor Bornhilda. Lol. So, und sie kommt jetzt zu uns. 22.206 Simoleons. Ich glaube, das reicht erstmal. Wir können ja noch das Zeug da verkaufen. Ich weiß nicht, ob da nicht noch mehr zusammenkommt. Ich heule dann, ne? Wir haben jetzt 23.000, wenn das jetzt noch mehr ist, weil sie so viel Zeug auf ihrem Grundstück hatte, dann... Holy shit! Was? Das ist doch nicht wahr! Wie regeln wir das denn jetzt? Ist das fair? Also jetzt mal for real. Wir können auf jeden Fall ein richtiges Haus bauen. Aber ich glaube, das würde ich, wenn dann, in einem extra Video machen. Also ich würde sagen, dass es zählt. Weil ich meine, in der Challenge kann es ja immer passieren. Ich habe ja auch als Punkt, dass dir die Hälfte deiner Simoleons komplett weggenommen wird oder alles komplett auf Null etc. Deswegen würde ich jetzt erstmal versuchen, so zu leben, dass ich dann bis zum nächsten Part hin ein Haus baue, dann mit dem Geld. Also wir werden uns das auf jeden Fall leisten können. Und ja, ich würde auf jeden Fall dann sagen, dass wir kein Tiny House mehr haben, weil ganz ehrlich, diese Vorteile davon, das wäre jetzt einfach unfair, wenn wir jetzt schon so viel Geld haben und so. Es ist einfach unfair. So, wir ziehen das jetzt halt noch durch, jetzt diesen Part lang, aber das war es dann halt auch, ne? Wie geht's denn, Carla? Was ist mit ihr? Was hat sie eigentlich? Sie ist eifersüchtig, gemein und eine Chaotin. Eigentlich schon ein bisschen wild. Sie wäre glücklich, schwanger zu sein. Das ist sehr, sehr schön. Sie hat nicht so einen guten Ruf tatsächlich. Wild. Also was arbeitet sie eigentlich? Ah, sie arbeitet auch in der Militärkarriere. Wussten wir das schon? Ich weiß es gerade gar nicht. Stimmt, ihr stand immer im Militärspersonal, ne? Aber wild. Sie hat nämlich gar keine Fitnessfähigkeit. Aber sie hat so ein paar Fähigkeiten zumindest. Das ist sehr interessant. Wir können ja alles neu kaufen dann. Wow. Das ist sehr, sehr wild. Das habe ich auch nicht erwartet, aber ja. Ich würde halt tatsächlich sagen, wir versuchen direkt ein Baby zu machen, weil wir möchten natürlich jetzt so schnell wie möglich, dass es halt dann zur nächsten Generation geht und so. Ich hoffe, dass das klappt, weil ich hatte das in meiner privaten Legacy Challenge, dass es nicht funktioniert hat mit gleichgeschlechtlichen Kindern irgendwie. Also der Sim, egal wie oft ich es versucht habe, die haben halt einfach, sie wurde nicht schwanger. Deswegen hoffe ich, dass es jetzt klappt. Ansonsten werde ich sie halt über MC Command Center schwängern. Ich denke, das ist für jeden in Ordnung, weil es ist halt sonst einfach doof. Also klar, wir könnten noch adoptieren, aber ich würde halt schon gerne mit den Genen von meinen Sims hier
spielen. Ich denke, das ist in dem Interesse von jedem hier. Ich komme ja nicht drauf klar, dass wir gerade 195.000 Simoleons haben, Alter. Wir strugglen die ganze Zeit mit Geld und jetzt so... Keine Probleme mehr. Wehe, wenn jetzt am nächsten Tag wirklich dieses ich verliere alle deine Simoleons, ne, dann sterbe ich. So, Sky soll jetzt einfach mal direkt einen Test machen. Ich hoffe, dass es jetzt klappt. Das wäre nämlich sehr, sehr cool. Yay! Oh mein Gott, es hat geklappt. Ich bin sehr glücklich. Jetzt könnt ihr mir natürlich sehr, sehr gerne einen Namen in die Kommentare schreiben, wie das Kind denn heißen soll. Also egal, ob männlich oder weiblich, könnt ihr mir alles in die Kommentare schreiben. Ich würde nämlich euch gerne hier mit einbinden in dieses Let's Play. Oh, sehr cool. Ich mache nochmal das Licht an, damit wir noch einen besseren Screenshot haben, weil we love the Screenshots. Yay, sie ist schwanger. Geil. Es hat einfach direkt funktioniert. Ich bin sehr glücklich. Es hätte halt nicht sein müssen, ne? Also wie gesagt, in meiner privaten Legacy Challenge hat es nicht funktioniert. Deswegen bin ich jetzt sehr, sehr froh, dass es hier der Fall ist. Dann würde ich auf jeden Fall erstmal Carla direkt Bescheid geben. Carla sagen, sie ist der Vater von Skys Kind. Ist jetzt nicht so wahr, aber wir sagen ihr natürlich trotzdem, dass sie die Mutter ist. Dass sie die süße Sky geschwängert hat. Wow! Und sie freut sich auf jeden Fall. Ich glaube, sie kriegt dann auch ein Moodlet. Keine schlechte Überraschung. Carlas Partner sagt, dass Carla der Vater des Kindes ist. Ob man Kinder will oder nicht, in einer festen, exklusiven Beziehung ist es immer noch beruhigend zu wissen, dass zumindest das Kind des Partners auch einen selber gehört. Keine Überraschung. Yay! Neuigkeiten gut aufgenommen. Skys Partner reagierte sehr gut darauf, dass sie die Mutter von Skys neuestem Kind ist. Yay! Oh, ich freue mich voll! Woohoo! Ich bin so glücklich. Dieses Projekt ist einfach zu wild. Überlegt, wie wir angefangen haben in Part 1. Und jetzt haben wir auf einmal in Part 695.000 Simoleons. Sie ist halt gar nicht müde. Das finde ich irgendwie ein bisschen kritisch. Ich meine, ach, I don't know. Ich werde sie jetzt auf jeden Fall ein bisschen hier mit geschwellter Brust laufen lassen, weil ich meine, sie muss ja trotzdem halt ein bisschen Geld mit nach Hause bringen. Ich finde es halt lustig, dass sie in dieselbe Arbeit gehen. Aber sie ist so cool. Ich freue mich sehr. Sie ist auf demselben Level. Wow. Das wusste ich gar nicht. Sie kann ja so... Ach so, sie kann nicht mehr joggen gehen, oder? Kann sie doch joggen gehen? Nein, weil sie schwanger ist. Kann sie jetzt mal keinen Sport machen. Kritisch. Aber wir können jetzt ja Bücher kaufen. Weil dafür haben wir ja das Geld. Da kann sie nämlich die Fitnessfähigkeit so lernen. Das wäre tatsächlich ziemlich sinnvoll. Kann sie das nämlich lesen und so Level 5 erreichen, weil sonst kann sie ja gar nicht befördert werden. Das wäre ein bisschen doof. Sie kann halt jetzt keinen Sport machen. Ich weiß auch nicht, ob es so gut ist, in der Militärkarriere zu sein, wenn man schwanger ist. Aber egal. Oh mein Gott, hysterisch. Aber ich glaube, Schwangere können nicht sterben, oder? Ja, ja, meinetwegen mag sie Fitness. Ist mir egal. Geh an die Grenzen, Girl. Los. Level 2. Woohoo. Den Luxus mit den Fähigkeiten werden wir bald nicht mehr haben. Das sage ich euch jetzt schon. Weil ich meine, wenn wir dann schon so viel Geld haben, können wir ja direkt ein Zimmer aufbauen für Kind und so. Ja, ja. Ah, ich bin so stolz. So langsam hast du den Dreh mit dem Vampirismus raus. Ich würde mich freuen, dich unter meine Fledermausflügel zu nehmen und dir mehr über die Nacht zu erziehen. Wie wäre es, wenn ich mal bei dir vorbeifliege und mit dir üben würde? Na, okay. Level 3. Plasmabeutel. Nice. Kann ich die jetzt bestellen? Wäre ja eigentlich gut, oder? War der Standard, dass ich die jetzt bestellen kann? Sie kann jetzt Plasmabeutel am Computer bestellen. Yes, King. Das ist sehr, sehr gut, weil da muss ich keine Leute mehr auslutschen. Über Vampir da sein grübeln. Let's go. Wie sie einfach direkt ein Belly bekommen hat. Oh, sieht so süß aus. Oh mein Gott, er hat einen Tonklumpen. Das ist immer so wild. Nein, nicht Toilettenstreich. Was ist mit dir? No. Trinken Plasmabeutel. Oh, sie wird wieder besessen. Toll. Carla isst jetzt was und geht dann vielleicht einfach mal schlafen. Die linke Seite des Betts für Carla erstmal hinzufügen. Ich meine, die kriegen dann wahrscheinlich ein neues Bett, weil, I mean, ich will ja nichts sagen, aber... Ein besseres Bett kann man sich schon mal gönnen. Bei dem Geld, was wir gerade so haben. So, und dann kann Carla schon mal pennen gehen. Erstmal, weil sie hat gerade eh nichts zu tun. Dann ist sie morgen wenigstens ausgeschlafen, wenn sie zur Arbeit muss. Dann legt sie sich auch schlafen, damit die Zeit ein bisschen schneller vorbeigeht. Sie ist wach, I guess. Und jetzt werden wir natürlich für den nächsten Tag einmal drehen. Mal gucken, was wir machen müssen. 123. Habe am selben Tag mit mehreren Sims ein Techtelmechtel. No! Wir sind einfach verlobt. Oh no. Das ist voll fies. Hätte ich gar nicht. Oh mein Gott, also indirekt betrügen wir dann erstmal Carla, während wir schwanger sind. Nett, sag ich mal. Vor allem sind wir schwanger, Alter. Oh mein Gott. Dieses Let's Play ist einfach wirklich zu wild. Ich kann nicht mehr. Mit mehreren Sims. Es reicht ja, wenn es dann zwei sind. Das heißt, eine ist dann Carla
Und der andere Sim, weiß ich nicht, müssen wir dann auch irgendwie erfahren. Also herausfinden, wen wir dann nehmen. Das ist so fies. Dann geht mal arbeiten, ihr zwei Süßen. Morgen ist Winterfest, cool. Erinnerung an das erste Teil der Mächte. Oh, sie haben beide 500 irgendwas mit nach Hause gebracht. Das ist sehr, sehr nett. Dann würde ich die beiden jetzt erstmal in Teich der Mächte machen lassen. Und dann würde ich halt irgendwie Jess oder so nehmen. Weil mit der verstehen wir uns halt schon gut. Und dann dauert es nicht so lange, mich mit der anzufreunden. Das ist so fies, Alter. Ich raste aus. Ich will Carla nicht betrügen. Aber ich muss. So, ich gehe jetzt zu Jess nach Hause. Die hat zwar auch einen Mann, aber wollt die nicht auch ein Kind kriegen? Moment mal. Das wird alles nur noch schlimmer. Darf ich mal kurz nachgucken, ob die schwanger ist? Nein, ist sie nicht. Ja, wir lösen erstmal ihren Zyklus, weil nicht so geil. Und dann machen wir mal ein Kompliment über ihr Aussehen und wie sie reagiert. Okay, sie freut sich noch drüber. Flirten wir halt mit ihr. Und sie freut sich auf jeden Fall. Wild. Nummern austauschen, maybe? Okay, ja, sie freut sich. Können jetzt meine Romantikleiste kriegen? Mein Gott, ey. Mutiger Anmachspruch. Let's go. Es tut mir so leid. Aber sie geht halt auch voll drauf ein, Alter. Oh mein Gott. Dann hauch ihr einen Kuss. Nein, du sollst dir einen Kuss hauchen, Mädel. Okay, die haben jetzt mittlerweile eine Romantikleiste. Händchen halten. Oh Mann, ich will das gar nicht. Dann können wir schon den ersten Kuss erleben. Oh mein Gott, ey. Okay, das hat auch funktioniert. Oh Mann, ey. Tut mir so leid. Davon darf Carla niemals was erfahren, ey. Sie hat mir jetzt auch schon einen Kuss zugeworfen. Ja, die ist auf jeden Fall gerade richtig into me, Alter. Hier, ich kann schon gleich den Mächtel auswählen. Wird sie gerade gehauen von ihm? Ist das der Mann? Oh mein Gott. Wenn wir jetzt direkt vor ihm fragen, so, ich ein Teilchen möchte. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist der Mann. Oh mein Gott. Wir machen hier einfach alle Ehen kaputt, oder? Hilfe. Wir schicken sie so raus. Das ist, glaube ich, die Tochter. Oh mein Gott. Was tun wir hier? Dieses Let's Play macht mich fertig. Aber ganz ehrlich, ich muss direkt mit ihr sprechen und direkt ihr sagen, dass wir bitte nur Freunde sind. Wieso ist sie denn jetzt mad? Oh mein Gott. Bye. Ich gehe einfach. Ich wusste nicht, dass dieses Let's Play noch irgendwann in so eine Richtung abdriften wird, Alter. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt Carla erzählen möchte oder nicht. Eigentlich eher nicht so, ne? Aber ist auch fies. Oh no. Dann müsst ihr mir leider helfen. Was sollen wir tun? Sollen wir es Carla sagen oder nicht? Und wenn, dann vor oder nach dem Kind? So, und du hast diesen Streich hier provoziert. Deswegen wirst du ihn auch erstmal wieder hier reparieren, ey. Boah. Mädel, ey. Aber sie mag keinen Obstkuchen. Dann müssen wir den vielleicht auch entfernen aus unserem Zeug hier. Ich baue das Haus, glaube ich, gleich schon. Weil ich habe richtig Bock, das zu bauen. Aber, oh mein Gott, es tut mir immer noch so leid. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hör auf mit diesen Streichen, Mädel. Ihr rast bald aus. Kannst du ihr bitte sagen, dass du sie liebst oder so? Hier, bitte ein Baby zu fühlen. Und dann sag ihr bitte, dass du sie liebst. Ihr ewige Liebe erklären, bitte. Ich meine, ja, sie ist sprunghaft, aber trotzdem macht es das ja nicht besser. Ich spiele jetzt auf jeden Fall noch bis zum nächsten Morgen, damit es dann halbwegs hell ist, wenn wir hier dann bauen. Und dann irgendwie in einem kommenden Video werde ich dann das Haus hier neu bauen, I guess. Ist einfach zu wild, was hier passiert, ehrlich. Ich komme nicht klar. Hallo, ich wollte dich in der Gemeinschaft willkommen heißen und du hast aber einen hübschen Hals. Alter, das hätte sie nicht schon genug mit einem Vampir zu tun. Oh mein Gott. Vlad, geh weg. Du beißt nicht meine Frau. Okay, er ist gegangen. Pizza am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, I guess. Ich meine, noch ist sie happy, aber wer weiß wie lange, ne? Winterfest und so. Es wird ein sehr wildes Winterfest, sag ich mal. Ja, wie gesagt, ihr müsst mir dann sagen, wollen wir das hier dann aufklären oder nicht? Oder, I don't know, ich weiß es wirklich nicht, wie es weitergehen soll. So ein wildes Leben. So, ich schicke euch beiden mal nach hier draußen, damit ich jetzt dann gleich bauen kann. Und ich verabschiede mich jetzt hier bei euch schon mal. Ja, sagt mir, was eure Gedanken zu dem heutigen Part sind. Und ich denke, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!